Hallöchen und willkommen hier zurück zu Dark Souls 3. Ich bin hier ja im Quest Hub, keine Ahnung wie man es hier nennt, Feuerbandschrein auf jeden Fall, unterwegs. Da habe ich beim letzten Mal aufgehört und ich habe hier noch ein paar Sachen entdeckt, die ich noch auf jeden Fall zeigen möchte, bevor es hier weitergeht. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz, wo ich dann hingehe, aber hier oben sitzt ein, naja, also merkwürdig aussehender Typ. Ich würde jetzt nicht unbedingt netter Typ sagen, zumindest uns nicht feindlich gesonnen, sagen wir es mal so. Und mit dem können wir ganz kurz reden. Also, theoretisch reden. Wenn ich hier nicht gerade runtergefallen wäre. Okay, nochmal hoch. So, einmal hier runter. All that unkindled and a seeker of lords. I am Ludlith of Corland. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago, becoming the Lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred corpse. This sad cadaver, no need to be coy. Have a closer look. Knowest thou of our purpose? Five thrones will take five lords as kindling for the linking of the fire. The fast fading flame must be licked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. So it is, I became a lord of Cinder. I may be but small, but I will die. Ja Mensch, also wir haben hier auf jeden Fall nochmal einen kurzen Hinweis darauf erhalten, was denn hier eigentlich los ist. Die Welt liegt im Sterben, das Feuer muss gebunden werden und wir haben hier noch vier andere Throne quasi, die aktuell leer sind und das ist der einzige von den Aschefürsten, die hier oder der hier aktuell noch rumsitzt. Ich weiß nicht, warum er hier rumsitzt, das werden wir noch rausfinden, sicherlich im weiteren Spielverlauf, hoffe ich zumindest. Ja, okay, also vielleicht hat er auch tatsächlich später noch irgendwie andere Optionen, denn normalerweise, wenn man mit NPCs sprechen kann, hat man nicht direkt hier dieses Menü, was man hier gerade auswählen konnte, sondern einfach nur... Hatte ich nicht vor, Freundchen. Ich wurde immer gut erzogen, von daher gehört es natürlich dazu, dass ich natürlich immer nett bin. Naja, gut, meistens jedenfalls. So, also wie gesagt, vielleicht hat er später eine andere Option, ich weiß es noch nicht genau. Können wir hier irgendwas machen? Was ist hier denn hier? Gewundenes Schwert einbetten. Ah, okay, ich glaube, irgendwie habe ich da einen Hinweis bekommen. Ich weiß bloß nicht, ob das von ihr war oder ob das vom Schmied war. Ich glaube, das war von ihr. Leuchtfeuer entzünden. Oh, jetzt haben wir ein Leuchtfeuer. Sehr schön. Wir haben Leuchtfeuer rasten, das machen wir da glatt mal. Untoten Knochensplitter verbrennen. Ich weiß nicht so genau, was das hier alles macht. Lagerkiste organisieren, das ist schön, dass wir gleich eine Kiste wieder haben. Sehr schön, Zauber einstimmen, das Übliche halt. Und reisen, man kann also im Prinzip hier direkt hin und her reisen von Anfang an, wie in Dark Souls 2. Also auch quasi ähnlich gestaltet. Und in Dark Souls 1 war es so, musste man erst später ein Item finden. Jetzt geht das von Anfang an, ich weiß auch nicht. Was hat Vor- und Nachteile, sag ich mal. Ich finde es nicht schlecht. Allerdings geht auch ein bisschen das Feeling einer durchgehenden Welt verloren, dass man halt wirklich von Anfang an gleich irgendwo teleportieren kann. Okay, so. Also beim letzten Mal schon gesagt. Insgesamt, wie gesagt, finde ich das gar nicht schlecht, dass man gleich teleportieren kann. Ich weiß allerdings nicht, ob man jetzt zum Beispiel an die hohen Mauern von Lothric, ob man irgendwie anders hinkommt. Ich versuche mal irgendwie mein Glück, dass ich vielleicht irgendeinen Weg finde oder sonstiges. Denn bisher war es ja immer so bei Dark Souls, man konnte wirklich von Anfang an irgendwo ja hinlaufen und ist man immer weiter im Spiel fortgekommen sozusagen. Also es waren alles miteinander verbunden, die ganzen Gebiete waren alle miteinander verbunden. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier gemacht ist. Ich hoffe mal schon, oder ich denke mal schon, dass es auch ähnlich gestaltet ist. So, mal ganz kurz gucken. Hier geht's nur runter. Hier geht's raus. Ich muss mal ganz kurz schauen.
Ja, dadurch, dass ich natürlich keine Ahnung habe, wo ich hier überhaupt hin muss, muss ich ein bisschen rumgucken, ob man hier irgendwas entdecken kann oder sonstiges. Hier geht's weiter, glaube ich. Oh, hier liegt schon mal ein Item, sehen wir mal mit. Seele eines verlassenen Leichnams. So, lass mich raten, das ist der Turm hinter dem Nexus, hinter dem Feuerlingsschrein. Der Schlüssel dazu, der kostet 20.000, das haben wir ja beim letzten Mal bei der alten Frau da gesehen. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Auch eine, ich denke mal, auch eine alte Feuerhüterin oder sowas in der Richtung. Und da kommen wir nicht hoch, glaube ich. Na, ich denke mal nicht. Tja, und das wird wohl ein Shortcut sein, den wir irgendwann später freischalten können. Also, hier gibt es noch nichts zu tun für mich. Guck mal weiter. Ein Riesenbaumsamen noch nicht gefallen. Okay, Riesenbäume gibt es ja also auch wieder. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das gerne hättet. Von der Art und Weise her. Ich kann natürlich jetzt so ein bisschen die Items vorstellen, die Spielmechaniken noch ein bisschen vorstellen. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, das Spiel ansonsten halt wirklich eher rudimentär. Ich habe auch festgestellt, dass zum Beispiel einige Änderungen durchgeführt wurden. Und zwar hat man hier bei Attributen jetzt Intelligenz und Glaube, die beeinflussen jetzt Pyromantie deutlich stärker, als es ursprünglich der Fall war. Also in Dark Souls 1 haben die ja, die beiden werden ja gar nichts an Pyromantie beeinflussen und sonstiges. In Dark Souls 2 ein bisschen, also nicht wirklich extrem stark, man konnte es vernachlässigen. Und jetzt hier scheint es tatsächlich extra darauf ausgelegt zu sein, denn im Prinzip, mal ganz kurz gucken, und zwar Intelligenz. Sowohl Glaube als auch Intelligenz wirken sich auf Feuerzauber aus, ist bestimmt zudem Magierrezenswert. Ach da, dieses Attribut wird benötigt, um Hexen und Feuerzauber zu wirken. Also Pyromantie, ich weiß gar nicht, steht gar nicht explizit hier. Obwohl, Feuerzauber ist, glaube ich, Pyromantie. Klingt ja auch logisch, ne? Wunde und Feuerzauber. Hexereien und Feuerzauber. Ja, das ist auf jeden Fall Pyromantie, also Feuerzauber. Man braucht beide Werte, um Pyromantie halt wirklich zu leveln oder stärker zu machen, sagen wir es mal so. Ansonsten hier, Glück ist noch explizit nochmal ausgewiesen als Attribut. Ich weiß gar nicht, man kann es, glaube ich, auch explizit steigern. Ob sich das lohnt, weiß ich nicht. Denn erhöhte Wirkung von Giften und blutenden Wunden bei Gegnern ist schon gar nicht so schlecht. Resistenz gegen Flüche auch nicht so verkehrt und Gegenstände zu finden ist auch erhöht. Also früher war es so, man konnte das ja bequem mit Items machen und sonstiges, also war gar nicht so das Thema. Und jetzt hat man hier halt wirklich noch ein Attribut, was man skillen kann. Also ist schon ein bisschen anders. So, wir gucken mal ganz kurz. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Hohe Mauer von Lothric. Okay, alles klar. Einmal hinter. Mal gucken, was da so los ist. Ja, ich werde mal zusehen, dass ich vielleicht, wenn ich es schaffe, 2 Folgen am Tag rausbringe. Das sollte, glaube ich, gar nicht so schlecht sein. Einfach, dass man ein bisschen vorankommt. Ich habe nämlich Bock, das Spiel zu spielen, also richtig mal zu suchten. Und dann macht es ja natürlich gleich Sinn, wenn ich es hier aufnehme, nebenher. Das sieht schon wirklich episch aus, also extrem cool. Und ich denke mal, da unten irgendwo, da hinten beim Tor oder sowas, da bei dem, was ist das, Uhrzeit, keine Ahnung, also eine Uhr, dass ich da irgendwie hin muss. Kann mir vorstellen, also im Prinzip war es ja vorher mal so bei anderen Dark Souls Teilen, man konnte wirklich zu den meisten Stellen, die man gesehen hat, irgendwo in der Ferne auch hingehen. Und das wird ja sicherlich auch so sein. Insgesamt, wie gesagt, sieht es auch schon ziemlich cool aus, die Gegend hier. Gefällt mir richtig gut. Und Leuchtfeuer entzündet. Sehr schön. Dann rasten wir mal ganz kurz hier. So, was haben wir hier im Weg? Ach, hallo, wer bist du denn? Aua. Da unten ist auf jeden Fall eine Menge los. Okay, der hätte uns wahrscheinlich von hinten angegriffen. Ich
muss sagen, das Schild ist wirklich extrem scheiße. Es hält nämlich so gut wie gar nichts ab. Ich glaube, es hat physischen Blockschaden. Mal ganz kurz schauen, wie viel das hat. Ne, das ist falsch. Einmal hier hin. Und zwar hat das physisch 41%. Ja, super. Also im Prinzip kann ich das Schild auch sparen. Bis ich mal ein besseres finde, wird sicherlich noch einige Zeit vergehen. Na, schön aufpassen. Hier von links kommt nämlich einer angeschissen. Und das ist hier. Ah, da ist auch einer. Alles klar. Freunde. Nur nicht. Immer schön aufpassen, was hier links und rechts rumsteht. Okay, da kommt einer mit einer Riesenaxt. Ach du Kacke. Und ein Hund. Joa, nicht mal gar keinen Schaden machen an dem, ne? Jawoll. Einmal schön ins Kreuzzimmer, das Ding. Oh, jetzt kommt der Hund. Ja, super. Blöde Dreckstöhle. Was mir gerade noch gefehlt, ey. Aua, au, aua. Freund, Freund, Freund. Du machst mir echt zu viel Schaden. Dafür gibt's halt 80 Erfahrungspunkte oder 80 Seelen ist natürlich nicht so viel. Achso, ja, genau. Übrigens, was ich noch rausgefunden habe, also vermeintlich rausgefunden habe, das komische blaue Zeug da, ich wusste ja nicht genau, wofür FP steht. Ich denke mal, es steht für Fokuspunkte. Irgendwie hatte ich mal in einem Forum was gesehen diesbezüglich. Aua, das tut echt weh. Und das könnte vielleicht auch die richtige Erklärung sein. Der hat echt eine Riesenreichweite mit seiner scheiß Hellebarde. Alter, mache ich keinen Schaden. Und ich glaube, bei Dark Souls 3 ist es so, dass es eher starke Einzelgegner gibt, anstatt wieder so eine Horden wie bei Dark Souls 2. Das fand ich stellenweise ein bisschen anstrengend, dass wirklich eher durch Masse geglänzt wurde, anstatt hier durch Einzelgegner, durch starke Einzelgegner. Von daher, versucht Hinterteil, alles klar. Da hoffe ich doch mal, dass tatsächlich irgendwie das ein bisschen besser ist jetzt hier. Gerne ein bisschen herausfordernder Einzelgegner, so mit Massengegnern habe ich es immer nicht so. Das kriege ich immer nicht so gut hin, muss ich sagen. Da stelle ich mich immer echt ein bisschen breit an. So, ich werde mal natürlich gucken, dass ich hier so ein bisschen Geheimtüren finde. Es wird sicherlich welche geben. Die Frage ist nur, wo. Manche sind sehr offensichtlich, denke ich mal. Andere eher nicht so. Was haben wir denn hier? Oh, hallo. Ich glaube, hier drüben ging es auch noch runter. Okay, da scheint man irgendwie nicht hochzukommen. So, wer bist du, Freund? Sehr schön. Ja, ich werde auf jeden Fall zusehen, dass ich hier schleunigst ein besseres Schwert bekomme oder sonstiges oder überhaupt eine bessere Waffe vielmehr. Vielleicht noch eine Keule oder was auch immer. Da gab es ja einiges zu kaufen beim Schmied. Lässt sich nicht von dieser Seite öffnen. Okay, dann ist das hier quasi eine Sackgasse, denke ich mal. Ja, wie gesagt, ich werde mal ein bisschen rumprobieren, was so an Waffen gibt. Okay, da scheint man gar nicht hochzukommen von dieser Seite aus. Vielleicht irgendwie oben drüber hüpfen, wenn wir irgendwas haben. Ah, hier, alles klar. Aber hier gibt es nichts. Ja, ich werde auf jeden Fall auch zusehen, dass ich hier nicht so schnell vorankomme in dem Spiel, also dass ich halt wirklich auch die entlegensten Winkel hier ein bisschen erforsche. Das lohnt sich ja. Denn man findet da häufig einige Sachen. So. Ach du Scheiße, was bist du denn? Okay, das Vieh hat erstmal aufgeräumt. Ach, Kacke, ich mach keinen Schaden. Oha, dann waren wir direkt instant tot. Oh mein Gott. Okay, also man sieht hier schon auch, dass die Gegner gar nicht so easy sind. Also gerade diese komischen Dinger.
Also es gibt einige Sachen. Da liegt ein Item. Wo bin ich denn hier gerade? Ach ja, den Weg habe ich gar nicht gesehen. Ach, ist ja interessant. Okay, alles klar. Ja. Wir gehen erstmal in die andere Richtung. Standardbolzen. Ja, also die Gegner machen schon extrem viel Schaden. Oh mein Gott. Besonders wenn es hier so eine Dreckstöhlen sind mit dem Schild. Jawohl, auf Wiedersehen. Boah, ich brauche unbedingt ein anderes Schild. Was ist denn los mit dir? Sag mal. Das ist schon ein bisschen anstrengend, das Viech. Na komm her, komm. Alter, wie der Schaden macht da oben. Ja, das scheint auch... Oh mein Gott, habe ich gerade erschrocken. Aber das ist ja nur hier vom Dings, vom Blutfleck. Quasi. Nee, nicht zwei auf einmal. Oh Gott. Hilfe. Okay, ich brauche definitiv eine andere Waffe. Ich finde, die Gegner sehen so geil aus. Also es ist wirklich, grafisch sieht das echt richtig hübsch aus. So, hier unten, wo ist der andere Freak mit seiner Axt? Hier unten, ah, hier links steht er. Oh mein Gott, hallo. Hätte ihn gleich mal runterschmeißen können. Okay, alles klar. Der ist Geschichte. So, hier aufpassen, dass hier glaube ich, noch einer. Ah, sehr schön. Ja, da sollte man echt ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht von links und rechts angegriffen wird. Das kann schnell mal passieren. So, ich muss meine Seelen wiederholen. Das wäre natürlich extrem geil, wenn ich noch wieder kriegen würde. Oh Gott, bin weg. Ich weiß gar nicht, das Ding jetzt schon... Okay, da ist es. Oh mein... Au! Alter, jetzt hat er mich aber voll erwischt hier unten. Ach du Kacke. Boah, ich weiß nicht, ob ich hier schon richtig bin. Oh mein Gott. Okay, Mensch, das müssen wir irgendwie mal anders machen. Das läuft hier so nicht an der Stelle. Liegt natürlich ein bisschen daran, dass das Schild echt nutzlos ist. Also was das angeht. Mal ganz kurz schauen. Ich könnte mir auf jeden Fall, glaube ich, schon eine neue Waffe holen. Dafür müsste ich aber, glaube ich, erstmal noch ein bisschen leveln. Der Vorteil ist ja natürlich jetzt hier bei Dark Souls 3, man wird erstmal spontan nicht untot. Man hat erstmal nicht diese Nachteile, die man sonst bei Dark Souls 1 und 2 hatte. Also quasi mit verminderten Lebenspunkten am Ende. So, komm her, komm her. Dreckshöhle. Ja, ich werde auf jeden Fall mal ganz kurz hier, glaube ich, meine Seelen holen und dann werde ich mal schauen, dass ich irgendwie noch ein Level mache.
Was ich mir noch sehen würde, ist, ob man die Typen, die sich da verwandeln, direkt vorher umlatzen kann, bevor sie sich verwandeln. Das wäre nämlich extrem cool, glaube ich. Dass man einfach sagt, okay, man rennt hin, ballert die um und dann hat man nicht mehr das Problem, dass sie sich verwandeln. Und dementsprechend halt ein bisschen einfacher das Ganze gestaltet. Also hier unten scheinen die gerne reinzufallen in diese Ecke. Freunde. Naja, ich genauso. Alter! Alter, ist ja nicht wahr. Okay. Wir müssen das Ganze mal ein bisschen anders gestalten hier. Das läuft so nicht. Das heißt jetzt natürlich, die Seelen hinten sind weg. Das macht aber nichts. Alles kein Problem. Weil ich jetzt teilweise echt noch ein bisschen... Naja. Wir wollten den Todescounter ja eh füllen. Von daher alles kein Problem. Es wäre langweilig, wenn ich jetzt nicht sterben würde. Und ich weiß gar nicht, wie das jetzt hier bei Dark Souls 3 ist. Wenn man die Gegner oft genug getötet hat, respawnen die dann eigentlich auch nicht mehr? Oder ist das eher wie Dark Souls 1, wo man halt wirklich die ganze Zeit halt die Gegner hatte? Dreckshöhle. So, komm mal her, Freund. Wo ist denn eigentlich der andere Typ hin? Achso, der geht immer runter, glaube ich. Na komm her, komm. Au, das tut echt weh. Also dieses Schlagen mit der Hellebarde so nach vorne und dann halt direkt eine drüber zimmern, das ist schon echt ouch. Fein. Vielleicht sollte ich das Schild einfach weglegen, das wiegt mich zu sehr in Sicherheit, weil ich immer denke, das hat eine gute Blockchance, aber das hat es eigentlich nicht. 41% ist nix. Das ist, weiß ich nicht, kannst du auch direkt ohne Schild kämpfen. Oh mein Gott, der lebt ja noch. Das Schlimme ist ja, ich weiß gar nicht genau, welcher hier oben eigentlich jetzt sich verwandelt. Ach so, Moment. Verwandelt er sich eigentlich jetzt gleich oder wartet er noch? Hm, ich guck mal ganz kurz. Und zwar wollte ich noch was zeigen. Ganz kurz, wo haben wir es denn? Ne, hier sehe ich es nicht. Moment. Mal ganz kurz gucken. Hier, bei den Waffen sehe ich es. Einmal. Gegenstandsinfo anzeigen. Genau. Und zwar haben die hier so verschiedene Fertigkeiten teilweise, die Waffen. Hier steht unten Fertigkeit Kriegsschrei. Ein ermutigender Kriegsschrei, der kurzzeitig die Angriffskraft erhöht und einen besonders schweren Folgeangriff ermöglicht. Das sind immer so spezielle Sachen, die jetzt die Nahkämpfe doch deutlich anders gestalten. Und zwar passiert das, wenn man halt die Waffe in zwei Hände nimmt. Und dann kann man halt entsprechend den Buff auslösen oder generell die Fähigkeit auslösen und hat dann damit halt wirklich die Chance zu sagen, okay, jetzt hier geht's aber richtig los. Ja, dann sieht das nämlich anders aus hier insgesamt von den Angriffen her. Deutlich besser auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie lange das hält. Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Variante für Nahkämpfer. Man sieht aber oben die Fokuspunkte oder wie auch immer die jetzt heißen, werden dadurch verbraucht. Und es war der Falsche. Oh mein, aua, aua, aua.
Ich wollte eigentlich den anderen erledigen, aber irgendwie... Shit, ey. Das ist echt nervig, das Ding. Ich meine, ich könnte ja... Der Bogenschütze macht es jetzt nicht besser. Oh mein Gott. Alter. Ja, ich glaube, da muss man echt zusehen, dass man die wirklich vor der Verwandlung umlegt, sonst hat man echt ein Problem. Ich würde trotzdem sagen, ich gehe erstmal zurück und hole mir eine Waffe, denn das ist, glaube ich, so das A und O, was man hier unbedingt noch beachten sollte. Vielleicht finde ich auch noch ein gutes Schild. Ich weiß es nicht, ob der ein Schild im Angebot hatte. Sollen wir mal schauen. Ansonsten können wir natürlich noch hinten runtergehen. Ist auch noch eine Möglichkeit, also hier so quasi. So, wir reisen mal ganz kurz zurück. Und zwar... Feuerbandschrein. Sehr schön. Okay. Einmal zurück. Ja, gerade diese mutierten Viecher, die hier rumspringen, also diese, diesen Schatten-Ding da auf dem Rücken, sind schon echt extrem scheiße. Gegenstand kaufen. Hat die denn vielleicht irgendein gutes Schild im Angebot? 52% ist natürlich auch nicht so viel. 62, 52, 85, ja, super. Was brauche ich dafür? 8 Stärke, okay, das habe ich auf jeden Fall. Großer Lederschild. Das wäre schon mal besser als das Ding, was ich aktuell habe. Könnte ich sogar direkt tragen. Allerdings möchte ich natürlich auch noch eine Waffe haben. Und zwar, was haben wir denn hier im Angebot? Scimitar, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht für mich. Bräuchte ich allerdings Geschicklichkeit 13, habe ich gerade aktuell 10, okay. Müsste ich also mindestens 3 Level machen. Was haben wir hier? Kurzschwert. Naja, sieht jetzt auch nicht so Bombe aus, muss ich sagen. Was haben wir denn hier gerade? Ich weiß gar nicht, wie viel der die Keule an Waffenschaden hat. Gegenstand verkaufen, irgendwas Sinnvolles verkaufen. Aber irgendwie, man sieht das schon teilweise. Die nicht so kleine Mikrolex. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ein bisschen merkwürdig. So, wir benutzen mal ganz kurz. Kann man die vielleicht auch alle auf einmal benutzen? Das wäre vielleicht ziemlich cool. Auswahl benutzen und zwar... Achso, okay, alles klar. Sehr schön. Also wirklich viel gibt es jetzt dazu nicht. Und ich habe ja noch die komische andere Seele. Werde ich mal direkt verwenden. Ich weiß natürlich nicht, ob die jetzt irgendwie vielleicht im späteren Spielverlauf noch sinnvoll wäre, aber naja, drauf geschissen. Dafür, dass es halt ein Start-Item ist. Also im Prinzip, die Start-Items sind halt wirklich relativ nutzlos, muss man einfach mal sagen. So. Die Frage ist, hole ich mir jetzt direkt das Schild und mache ein Level? Ja, ich glaube, ich hole mir erstmal das Schild. Gegenstand kaufen. So, her mit dem Schild. Und dann leveln wir mal noch ein bisschen. Aufsteigen, mal gucken. Das klingt immer so falsch. Sehr schön. Ich könnte also jetzt tatsächlich Geschicklichkeit auf 13 bauen. Sehr cool. Und es gibt übrigens eine neue Resistenz, habe ich festgestellt. Und zwar... Man sieht es rechts unten, eine Kälteresistenz. Die ist neu dazugekommen jetzt mit Dark Souls 3. Und ich glaube tatsächlich, dass es da auch andere, also Effekte gibt sozusagen, wenn man irgendwie von Kälte betroffen ist, dass man vielleicht langsamer rennt oder was auch immer. Keine Ahnung, könnte ich mir durchaus vorstellen. Oder sich gar nicht mehr bewegen kann, eingefroren, was auch immer. Muss ich da mal schauen. So, was haben wir denn hier? Scimitar. Das Ding kostet 600. Das will ich natürlich dann demnächst haben. Allerdings brauche ich dafür erstmal noch ein bisschen Seelen. So, wir legen mal ganz kurz das Schild an. Wenn alles ist besser als das andere Ding. Wobei der Knüppel schon gar nicht so wenig Schaden macht, ne? Allerdings skaliert der halt in erster Linie mit Stärke. Mit C. Naja, wir gucken mal. Na, hier hat man es wieder gesehen, nur leichte Ruckler. Ich weiß nicht, woran es genau liegt. Bin ich noch unschlüssig.
So, aber bevor ich jetzt zurückgehe, mache ich erstmal hier ein Päuschen an der Stelle und sage schon mal danke fürs Reinschauen. Lasst mir ein paar Kommentare da und ein paar Likes, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao.